herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein XXL-Vlog, ein Vlog über mein Wochenende. Wir spielen heute gegen Niederhofheim, morgen gegen Bad Homburg und Samstag gehe ich noch auf ein Tischtennisspiel. Da spielt Mainz gegen Werder Bremen. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, was ich mir gerne angucken möchte und euch dann mitnehme nach Mainz. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal und liked und kommentiert fleißig, damit mein Video schön vorgeschlagen wird. Gebt mir auf jeden Fall Mühe. So, hoffentlich sieht man das auch. Aber bestimmt. Ansonsten sehen wir uns gleich entweder vor der Halle in Niederhofheim oder nochmal kurz davor. Aber ich denke mal, dass wir in Niederhofheim erstmal wiedersehen. Und es schneit auf jeden Fall. Wir müssen den Lukas noch abholen. Ansonsten sehen wir uns gleich. Mach's gut. Ciao, bis gleich. Gestern war ein sehr langer Tag gewesen. Wir haben ja gewonnen 9-5 gegen Niederhofheim. Wir sind gestern Abend durch ein Schneechaos erst um 1:30 nach Hause gekommen und mussten heute Morgen auch wieder früh raus.
aber egal. Ich hole jetzt noch zwei Kollegen ab und dann fahren wir zum Spiel gegen Bad Homburg. Bad Homburg hat gestern überraschenderweise 9-2 gegen Wallau gewonnen, wo wir ja verloren hatten. Also das ist gut für uns und mal schauen, was heute wird. Es wird auf jeden Fall sehr umkämpft, glaube ich, heute. Und wir werden mal gucken, wie es läuft. Ich werde heute wieder vorne spielen, also an zwei. Lukas wird an eins spielen, der ist auch da. Dann werden wir sehen, ob wir gegen Bad Homburg gut aussehen oder nicht so gut aussehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das ganz gut wird. Also, wir sehen uns gleich vor der Halle. So, wir sind jetzt angekommen. Bad Homburg ist auch schon da. Wir werden sehen, was das für ein Spiel wird, aber ich bin zuversichtlich. Ich habe gerade erfahren, dass ich doch an drei spielen werde. Das ist eigentlich gut für die Mannschaft, aber mal schauen, muss auch erstmal gewonnen werden. Aber ich werde mich erstmal einspielen und dann sehen wir uns gleich im Spiel. So, Doppel und Einzel von mir sind fertig. Leider haben wir, Lukas und ich, das Doppel verloren. 3-1. Und ich habe gerade im fünften Satz knapp verloren. Derjenige, gegen den ich gespielt habe, möchte nicht gezeigt werden. Also, vielleicht kann ich irgendwelche Spielszenen einblenden, wo er gerade nicht im Bild ist. Aber ansonsten war ein knappes Spiel und steht gerade momentan 2-5. Also, da muss noch einiges passieren, dass wir gewinnen. Kriegen wir bestimmt noch hin. Ansonsten, ich gehe jetzt hier wieder in die Halle rein und feuer mal die Mannschaft an und wir hören uns nachher wieder. So, leider melde ich mich jetzt nicht mehr von der Halle. Wir haben 9-2 verloren. Das ist sehr deutlich gewesen heute. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich muss auf jeden Fall was essen und dann mal gucken, was heute noch so geht. Auf jeden Fall nicht mehr viel. Morgen geht es direkt weiter. Ich nehme euch morgen mit auf das Bundesligaspiel Mainz gegen Werder Bremen. Und da sind auf jeden Fall Weltklasse-Spieler, Vize-Weltmeister Matthias Falk. Mal schauen, ob bei Mainz Yuto Muramatsu mitspielt. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Das war ein krasses Spiel letztes Mal gegen Matthias Falk. Ansonsten nehme ich euch morgen einfach mit und zeige euch ein bisschen Mainz 05. Und genau, dann mach's gut, bis morgen. Moin, da bin ich wieder. jetzt geht's zum Mainz gegen Werder Bremen Spiel. Ich bin jetzt gerade in Mainz angekommen.
Hab geparkt, mich glaube ich gerade zur Halle. Und ich habe gestern, also ich habe heute bis 12 Uhr geschlafen. Hat auf jeden Fall gut getan. Und mal schauen, was heute wird. Mainz ist immer ein starker Gegner. Aber Bremen ist auf jeden Fall der Favorit mit Matthias Falk, Gerasimenko und Plätea, wenn er spielt. Ich laufe jetzt gerade zur Halle. Ja. Und wir sehen uns gleich in der Halle. Ich muss mir gleich noch ein Ticket kaufen. Ich habe noch kein Ticket online gekauft gehabt. Mal schauen, was es noch für Plätze übrig gibt. Aber mal gucken, wo ich sitzen werde. Das ist auf jeden Fall eine coole Halle. Lohnt sich auf jeden Fall, mal vorbeizugucken. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich.
Das Spiel ist vorbei. Mainz hat 3-1 verloren. Carlo Rossi hat ein Spiel gewonnen. Das war ein sehr starkes Spiel von ihm gewesen. Und dann Matthias Falk hat dann 3-2 gegen Majanovic noch gewonnen. Und an für sich war das echt ein gutes Spiel gewesen. Und ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ich melde mich nachher nochmal. Und lasst gerne ein Abo und ein Like auf das Video. Auf dem Vlog da, würde mich sehr freuen. Ich hoffe, euch hat der XXL-Vlog gefallen.
mit den zwei Spieltagen, die wir hatten und jetzt das Bundesligaspiel am Ende. Ich glaube, es ist ein ganz cooles Video geworden und ich würde mich sehr über eine positive Resonanz freuen. Schreibt mir gerne in den Kommentar, wie euch das alles gefallen hat und ich melde mich nachher nochmal, wenn ich zu Hause bin. Und ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ciao, mach's gut, bis gleich. So, zu Hause angekommen. Fahrt war entspannt gewesen, war kein Schnee mehr. Jetzt nochmal, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Ich habe gerade eben vorhin noch beim Spiel ein Bild mit Matthias Falk gemacht. Den habe ich noch nie gesehen gehabt. Ich kann das halt jetzt gerade nochmal einblenden. Ist echt sympathischer Typ, muss ich sagen. Echt sympathisch. Auch ziemlich groß, der ist fast so groß wie ich. Ich bin schon 1,98, aber der war bestimmt 1,91, 1,90 gewesen. Aber ja, ich hoffe, euch hat das alles gefallen, was ich euch gefilmt habe. Und ihr schaltet beim nächsten Vlog wieder ein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao, mach's gut.